Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute gucken wir mal auf ein paar Clash of Clans Mythen und ob diese Mythen denn überhaupt richtig sind und ob sie stimmen oder ob sie nicht stimmen. Wir haben da gestern ein bisschen im Clan diskutiert, da kam ich dann drauf und ich habe da mal ein bisschen gesucht. Und ich kam mal auf einen Kanal bei YouTube, der ein paar dieser Mythen getestet hat. Ich habe es mir natürlich nicht im Detail angeguckt, weil ich mich ja selber auch nicht spoilern wollte. Allerdings, ich wollte ihn erst verlinken, weil ich es eigentlich ganz cool fand. Nur der Typ ist, ich weiß nicht genau, woher er kommt. Er spricht auf jeden Fall, also seine Muttersprache ist nicht Englisch, aber jeder einzelne Titel auf dem Kanal war in Englisch. Und das hat mich einfach so angekotzt. Deswegen habe ich gesagt, no, du wirst von mir ganz sicher nicht verlinkt werden, Kollege. Dann schreib deine Videos oder beziehungsweise mach deine Titel halt mal in der Sprache, in der du auch, ja, in der du auch sprichst. Das wäre schon ganz gut. Ich weiß nicht, Indisch, irgend sowas in dem Bereich, also Indisch war es glaube ich nicht, ist mir jetzt aber auch komplett Latte. Denn wir gucken mal auf Mythos Nummer 1, während wir aber mal eben noch angreifen. Die restlichen Mythen werden wir so checken. Aber diesen Mythos, den können wir auf jeden Fall... Okay, den nehmen wir mal mit. Den können wir auf jeden Fall mal so angucken. Nämlich, es gibt ja jetzt diese neue Erfahrung seit dem Update. Wenn du 90 Tage nicht mehr in deinem Spiel drin warst, dann passiert etwas ganz Tolles, in Anführungszeichen toll, dass du nämlich diese Erfahrung für wiederkehrende Spieler bekommst, dass du dann dein eigenes Dorf angreifen musst. So, Chief, das ist in deiner Abwesenheit passiert und bist du es wirklich? Und greif doch mal dein Dorf an, um zu sehen, ob du es denn noch kannst und so weiter und so fort. Das ist halt so das, ne? Ihr wisst es und... jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass du, wenn du wirklich nicht mehr aktiv bist, dass die Bauarbeiter deine Basis dann tatsächlich eigenständig weiterbauen. Und ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es wirklich nicht geglaubt, aber es war tatsächlich korrekt. Es war korrekt, wenn du inaktiv bist, dann bauen deine Bauarbeiter dein Dorf weiter. Die bauen wirklich dein Dorf weiter. Allerdings gibt es da ein paar Einschränkungen, die man beachten muss. Moment, haben wir noch irgendwas, wo wir den Sprungzauber benutzen können? Ich habe sogar 2 Sterne geholt. Hui, mit Ach und Krach, aber ich habe auch keine Königin und keinen König dabei. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Den König baue ich ja sowieso aus. Die Königin scheint noch am Schlafen zu sein. Aber ist in Ordnung. Dann lassen wir uns die beiden Zauber noch übrig. Und dann kann ich das ja mal eben weiter ausführen. Also, die Bauarbeiter bauen das Dorf tatsächlich weiter aus. Allerdings werden sie keine neuen Gebäude setzen. Bedeutet, als Beispiel... Du hast den Inferno-Turm noch nicht gebaut, bist aber Rathaus 10 und hast die Kohle dafür, dann wird er trotzdem nicht gesetzt. Das ist so die Einschränkung dabei. Ja, ansonsten ist das eigentlich ein ganz cooles Feature. Es soll halt so ein bisschen, das Dorf am Leben halten, soll so ein bisschen natürlich dafür sorgen, dass du den Spielspaß dann wiederfindest. Und es soll dafür sorgen, dass diese Engineered Bases dann nicht mehr, dass es die nicht mehr gibt. Also Bases, wo dann echt quasi nur die Helden und die Truppen hochgezogen werden, um sich halt im Clankrieg einen Vorteil zu verschaffen. Allerdings, ja, muss ich sagen, habe ich diese Erfahrung für wiederkehrende Spieler jetzt selber noch nicht gesehen. Deshalb auch mal dazu gesagt, Moment, ich brauch doch den, warte mal, den Magier, so, nein, noch ein paar Riesen, so, Riesen haben wir, jetzt fehlt uns leider wieder ein Erdbeben, nee, der ist zu viel, der Beben ist zu viel, der Beben, das Beben natürlich, so, das Bäbchen, also, das passt soweit, die Helden brauchen eh noch, dann können wir uns ja in aller Ruhe mal um Mythos gleich Nummer 2 machen, um Mythos Nummer 2 kümmern. So, den auf jeden Fall mal eben schnell eingeschmissen, damit wir da gleich mal weitermachen können. So, schönes Ding. Also, der Mythos stimmt auf jeden Fall. Wenn du dich eine längere Zeit nicht eingeloggt hast, dann bauen deine Bauarbeiter dein Dorf ganz von alleine weiter aus. Das ist doch eigentlich schon mal... Ich finde es eigentlich... Ja, wobei, im Endeffekt ist es mir egal, aber ich finde, es ist jetzt auch nicht schlimm. Dann... Gucken wir mal auf Nummer 2. In deinem Nachtdorf schlafen ja die Dorffrauen schon mal gerne im Gebüsch. Bei der, wo mal ursprünglich die große Barbarenkopfstatue stand, die gibt's ja auch noch irgendwo im Shop, oder? Ressourcen, Dekoration, die uralte Barbarenstatue, ja. Da gibt es ja dieses schöne kleine Gras und dann schlafen die da schon mal drin. Jetzt müssen wir, da schläft sie. Dann drehst du die Mauer und setzt sie dahin und dann bäum, dann hüpft sie doch tatsächlich. Jetzt kann ich da jetzt, warte mal, wo kann ich, oh, jetzt habe ich das hingebaut. Ja, es geht halt nicht in jedem Gras. Muss man mal gucken. Oh, da hüpft sie doch.
Wie sie am Rum... Nein. Okay, jetzt ist sie da. Ist sie am Rumbacken? Ist sie tatsächlich am Rumbacken? Passiert das jetzt auch, wenn man die so lässt? Hallo? Hallo? Wo bist du? Okay, das passiert tatsächlich dann nur, wenn du halt die Mauer da hinsetzt und hinbauen kannst, wenn sie halt gerade schläft. Das ist wirklich... Das Nachtdorf hat endlich einen Sinn. Das Nachtdorf hat endlich einen Sinn bekommen. Es ist unglaublich. Nach Jahren hat dieses Dorf endlich mal einen Sinn. Man kann die Dorffrau hüpfen lassen, wenn sie im Gras liegt. Ja, wunderbar. Ja, ganz wunderbar. Das hat sich doch gelohnt. Das hat sich doch gelohnt, dieses Dorf zu erfinden. Dafür, für diesen Spaß. Allerdings, ist dieser Mythos damit... damit bestätigt. Werden wir mal ganz kurz noch ein paar Sachen abbauen hier. Jo, noch ein paar Sachen, damit ich erstens noch ein paar Gems bekomme und zweitens, damit wir mal eben schnell noch hier die Quest fertig kriegen. 13 von 25 habe ich. Kein Problem, das kriegen wir noch hin. Das auch noch, den da oben lasse ich noch. Den da, den ihr noch da drüber seht. Den lassen wir. Moment, da ist noch einer. So, das war auf jeden Fall schon mal Mythos Nummer 2. Wir gucken aber mal weiter. Müssen dafür aber mal kurz einen Cut machen. Dafür brauche ich die Gladi. Bis gleich. Okay, es geht weiter und wir werden jetzt im nächsten Angriff direkt mal zwei Mythen checken. Und zwar dafür brauchen wir unsere Armee. Allerdings müssen wir die mal eben ein ganz bisschen bearbeiten. Und das ist ja der riesige Vorteil an diesem neuen System bei den Freundschaftsspielen, dass du das bearbeiten kannst. Wir brauchen erstmal einen oder zwei Klon. Dann nehme ich noch ein paar Erdbeben mit. So, das müsste auf jeden Fall passen. Warte, wir können sogar drei Mythen auf einmal checken. Wir können sogar drei Mythen auf einmal checken. Da brauchen wir ein paar Mal... Boah, wo sind sie? Da sind sie. Wir nehmen einfach mal ein paar Stück mit. So, dann haben wir ja genug Zeit, um gleich noch einen Angriff zu machen. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Also, Mythos Nummer 1. Wenn du die Gladi setzt und sie zündest, während der Klonzauber da drauf ist, dann kommen zwei... Dann wird zweimal das Schild geworfen von der Gladi. Das halte ich persönlich für relativ schwachsinnig, aber wir probieren es mal aus. Warte mal. Gladi läuft, Gladi kommt Klonzauber drauf. Ja, genau das, was natürlich passieren musste, in meinen Augen. Es wird natürlich nur ein Schild geworfen, ist ja logisch. Aber... was wir sonst noch checken müssen, natürlich erstmal nach diesem totalen Mist. Aber es war abzusehen, dass es so kommt. Es war wirklich abzusehen. Was passiert, wenn Mauerbrecher auf die Mauer draufgehen und der Warden die Fähigkeit zündet? Überleben sie dann oder überleben sie nicht? Eine gute Frage. Ich weiß, ich kann mir die Antwort dazu schon denken. Ich möchte sie euch jetzt trotzdem mal nicht vorenthalten. Also, schicken die da drauf. Warden hinterher. Warden zündet Fähigkeit. Was passiert? Sie laufen. Oh nein, sie laufen vorbei. Wir müssen das nochmal testen. Nein. Es lag nicht daran, dass sie gerade ihre Fähigkeit, dass die Fähigkeit vom Warden sie unsterblich gemacht hat. Es lag einfach daran, dass einige dieser Mauerbrecher überlebt haben, weil die erste Mauer schon kaputt war. Aber wir testen es gleich nochmal, keine Sorge. Ich würde dann mal sagen, das gilt auf jeden Fall schon mal als Mythos nicht bestätigt. Nicht bestätigt. Was auch noch dazu kommt... Was passiert, wenn man einen Erdbebenzauber auf einen Held draufschmeißt... Wird dann der Held auch von dem Schaden beeinflusst? Oder kriegt er auch Schaden oder kriegt nur sein Altarschaden? Das ist eine ganz gute Frage. Nämlich hier der König. Wir sehen das. Es passiert beim König natürlich absolut überhaupt gar nichts. Bei der Königin passiert natürlich auch absolut gar nichts. Natürlich. Wo ist der Warden? Oh, der Warden ist schon... Der Warden ist schon weg. Der Warden ist schon weg. Da müssen wir uns sowieso mal einmal noch neu herausfordern. Passt mal auf. Ich fordere mich mal einmal nochmal selber heraus, denn das mit dem Mauerbrecher, das interessiert mich ja auf jeden Fall auch schon mal. Und ich kann übrigens nur noch, oh, ich kann nur noch 13 Minuten auf meiner Platte aufnehmen. Oh Gott, ich müsste mal echt ganz dringend was für meine Platte löschen. Moment, das muss ich mal hinter dem Mikro hergeguckt, ganz schlau. So, aber das ist immer das Problem, ne? Du hast alte Sachen da drauf. Ja. So, jetzt habe ich mir gerade ein bisschen Platz erkauft auf meiner Platte, nämlich wieder 1 Stunde 14. Alles in Ordnung. Also, wir gucken mal weiter. Ich habe ja gesagt, ich fordere mich nochmal einmal heraus. Oh, wir können den Präsidenten angreifen. Das ist ja noch viel besser. Wir können Präsidenten angreifen. So, haben wir unsere Sachen fertig. Angreifen, alles klar. Mythos Nummer 1, den wir nochmal testen müssen. Was ist passiert? Erstmal setzen wir es überhaupt. Erstmal irgendwas. So, Warden geht auf Position. Da testen wir aber gleich nochmal, was passiert, wenn ich vorher keine Truppe setze und setze den Erdbebenzauber direkt. Aber jetzt haben wir ja dank Präsident des Base mal den direkten Vergleich zwischen Königin und Warden, was passiert.
Der Warden nimmt natürlich Schaden, der Altar nimmt Schaden, die Mauern nehmen Schaden, das Rathaus nimmt Schaden. Aber was nimmt keinen Schaden? Natürlich die Königin und auch die anderen Helden. Kann ich so viele Zauber draufschmeißen, wie ich möchte. Die Helden selber nehmen keinen Schaden. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Da ist doch hier ist doch ein guter Platz. So, Mauerbrecher. Sollen wir nur mal einen setzen? Ein Mauerbrecher. So, Mauerbrecher kommt. Mauerbrecher geht auf die Mauer drauf. Ja, er ist explodiert, aber es passiert natürlich nichts. So, logisch. Was haben wir denn sonst noch? Hatte ich noch irgendwas, was wir hier, was wir noch testen konnten? Ja, gut. Wir setzen mal die, so. Ja, gut, klar. Es werden natürlich Sachen geklont bei der Königin. Das ist logisch. Also die Bogis, die sie herbeiruft, werden geklont. Nur, wie gesagt, das, was die Gladi da wirft, nämlich ihr Schild, das wird natürlich durch den Klonzauber nicht geklont. Das wäre auch in meinen Augen unlogisch, weil es ja darum geht, eine Truppe zu klonen und die Gladi ist ein Held und fällt nicht unter normale Truppen. Von daher macht das keinen Sinn. Aber wir gucken mal auf jeden Fall weiter. Ich werde mir ganz kurz auf meine Liste gucken. Bis gleich. So, das, was wir noch checken wollten, war ja, wenn der Warden quasi da noch rumfliegt oder rumläuft und man dann direkt den Erdbeben draufdrischt. Ich kann euch aber sagen, oder beziehungsweise ich weiß schon, was da passieren wird. Nämlich, also ich vermute, die Statue wird einfach diese ein Viertel Schaden bekommen. Ja, genau das passiert nämlich. Ah, komm, nochmal einmal die Gladi. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal noch die Gladi, komm. Oder joi. Es passiert natürlich absolut überhaupt gar nichts damit. Nono, nada, niente, es passiert nichts. Aber wir sind auf dem Weg übrigens wieder zurück in Legend League. Das will ich ganz gerne noch mitnehmen. Da würde ich mal sagen, ja, suche ich mal noch einen Gegner raus. Am besten mit einigen Pokalen, damit wir zumindest so ja, mit zwei Sternen dann den Schritt in Legend League schaffen werden. Also Leute, kurzer Cut. Boah, okay. Kein kurzer Cut. Der ist zu schlecht. Der ist einfach zu schlecht, auch wenn das Rathaus ganz unten ist. In der Hoffnung, dass er da... Ja. Er hat zwar was in der Clanburg, aber das macht uns überhaupt gar nichts aus. So, paar Magier schon mal dahinter. Ja, wir haben keinen König. Wir haben keinen König. Das weiß ich doch alles. Das ist mir doch alles bewusst. Jetzt kommen da unten schon mal die ganzen Loons raus. Ist aber auch in Ordnung. Da können wir schon mal freezen. Die Loons sollen mich bitte mal in Ruhe lassen. Das wäre schön. Ja, auch schon mal freezen. Wo ist der Warden? Oh, der Warden ist sogar da auf der. Er ist sogar auf der rechten Seite unterwegs, der Warden. So. Jetzt wird das gleich kaputt gehen. Na, au, da sind ja Ballons drin. Da sind ja tatsächlich Ballons drin. Aber ist in Ordnung. Wir müssten durchkommen. Die Queen könnte es noch schaffen. Die Queen könnte es noch bis da hinten hin schaffen. Ich habe es noch nicht aufgegeben. Queen! No! Lauf doch in die andere Richtung. Aber das Rathaus ist auch schon sehr angeschlagen. Also wir müssten es schaffen. Wir müssten es trotzdem schaffen. Ich habe ja auch noch ein paar Päcker übrig und ein paar Magier. Ein paar Party-Magier. Oh Gott, was ist denn los? Was hat mir da denn gerade den ganzen Schaden zugefügt? Es muss doch reichen, oder? Allein die ganzen Riesen. Jetzt ist der X-Bogen da gleich hoffentlich noch weg. Ah, wird knapp. Wird wirklich knapp. Jetzt könnte genau das passieren, was ich eigentlich nicht haben wollte, nämlich, dass die jetzt komplett um das Rathaus... Ja, sie laufen komplett um das Rathaus rum. Und das wird dann auch nicht reichen für zwei Sterne. Also es ist in Ordnung. Davon lasse ich mir die Folge jetzt nicht verderben. Ja gut, das ist natürlich das Risiko, wenn du von oben angreifst. Und ich meine, er hatte ja zumindest die Adlerdev, die Katapulte und die Inferno-Türme halbwegs gelevelt, zusammen natürlich mit dem Rathaus, was auch fünf Sterne ist. Ist in Ordnung, Leute. Ist in Ordnung. Besser hier zwei Sterne holen als in der CWL. Das ist mir in der CWL nämlich nicht gelungen. Da habe ich nämlich immer ja, zwei halt geholt in jedem Angriff. Einmal waren es 99%, das war ein bisschen ärgerlich. So, 139.000, können wir irgendwas noch ausbauen. Barbarenkönig dauert noch 3 Tage. Aber ich nehme natürlich immer die Magier hier mit. Warum nehmen wir die mit? Damit ich die Quest vollkriege und mir die Gems natürlich einstecken kann. Das ist der Sinn der Sache. Nehmen wir ruhig mal ein paar davon mit. So. Ein paar Bäcker noch. Zu wenig. Immer noch. Jetzt haben wir es. So. Nein, kein normalen Magier. Immer natürlich die Magier. So. Warte mal. Wir kriegen das noch hin. Wir kriegen noch einen Magier dazu.
So, zack, 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 4 Erdbeben, das passt auch soweit, Belagerungsmaschinen, ein bisschen durchgewuselt. Ja, Mauern können wir nicht mehr machen, da sind wir durch. Und wir sind auch durch mit der Episode. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal für weitere Folgen. Ich werde mir da noch ein bisschen was raussuchen. Gebt den Creator-Code MBF ein. Ich werde mal noch im Clan fragen. Und wenn ich dazu Fragen habe und wenn ich da eure Hilfe brauche, dann schreibe ich das ins Community-Tab. Dann könnt ihr da antworten. Das ist mir wichtig, dann habe ich da einen besseren Überblick. Also wenn da noch Folgen kommen und ich Vorschläge brauche, schreibt sie dann gerne ins Community-Tab. Ich werde da dann einen Beitrag machen und dann könnt ihr da drunter antworten. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.